Solltest du eine Wohnung zum Eigennutz kaufen, ist das vielleicht sogar ein guter Einstieg in Kapitalanlage Immobilie? Ist das Eigenheim sinnvoller oder die vermietete Wohnung? Wir haben diese Frage bekommen von, und ich versuche es richtig auszusprechen, Rajadurai Kaniapan auf YouTube. Wir bekommen die Frage natürlich öfter gestellt, aber das war jetzt gerade vor ein paar Tagen und das wollen wir in diesem kurzen Q&A-Video beantworten. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Also kaufen oder mieten, eine der meistgestelltesten Fragen überhaupt. Und das ist auch sehr nachvollziehbar, weil logischerweise ein erster Gedanke ist, naja, ich bezahle immer weiter steigende und hohe Mieten. Wenn ich jetzt stattdessen eine Wohnung kaufe und da drin wohne, dann bezahle ich plötzlich eine Rate an die Bank. Damit baue ich ein Vermögen auf und ich bezahle keine Miete mehr. Das ist ja erstmal ein guter Tausch. Und grundsätzlich ist natürlich der Gedanke jetzt auch nicht ganz falsch. Aber es gibt eben dann doch einige Feinheiten zu betrachten. Wenn man das dann mal finanziell auf Lebenszeit sieht, dann ist das eben nicht ganz so leicht. Ja, weil ich meine, in beiden Fällen setzen wir Geld ein. In beiden Fällen habe ich entweder eine ersparte Miete oder Mieteinnahmen. Das heißt, man muss jetzt eigentlich miteinander vergleichen, wo arbeitet das Geld jetzt unterm Strich besser? Und das hängt eben von vielen Faktoren ab, unter anderem den Standort, an dem ich kaufe. Wenn ich jetzt eine Wohnung als Eigenheim kaufen möchte, dann werde ich das in der Regel da tun, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe oder plane ihn zu haben. Das ist dann meistens ein besonders schöner Ort. Vielleicht ist das eine große Stadt. Ein Ort, an dem es viele Arbeitsplätze gibt oder zumindest mal mein Arbeitsplatz ist, das ist in aller Regel nicht zufällig auch genau der Standort, der als Standort für eine Immobilie als Geldanlage besonders lohnenswert ist. Das heißt, dass dort möglicherweise einfach zu hohe Kaufpreise bezahlt werden oder das Verhältnis von Mieteinnahmen oder Mietersparnis zu Kaufpreis nicht besonders günstig ist. Ja, und wenn ihr eben eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, habt ihr freie Auswahl, wo ihr euer Geld investieren wollt. Und bei einem Eigenheim ist das eben quasi vorgegeben. Ja, und ein weiterer Punkt, um jetzt auch wieder quasi zu optimieren und dieses Optimieren des Kaufpreises, das Optimieren des Verhältnisses von Kaufpreis zu Miete oder zu möglichen Mietersparnis, ist eben über die Lebenszeit dann sehr, sehr entscheidend, zahlt sich ganz enorm aus. Also zweite Stellschraube, wo man noch optimieren kann, die Art der Wohnung. Also typischerweise ist die Konkurrenz eben sehr groß, wenn ich jetzt nach Wohnungen Ausschau halte, die viele Eigenheimkäufer kaufen wollen. Wir sitzen hier gerade in München. Wer jetzt hier sich auf den Weg macht, eine schöne, frisch renovierte Drei-Zimmer-Wohnung zu kaufen, der wird sich umschauen. Da stehen die Leute Schlange auf der Straße bis um die Ecke, um überhaupt einen Besichtigungstermin zu bekommen und sind natürlich dann bereit, horrende Preise zu bezahlen dafür. Während, wenn man jetzt sagt, ich kaufe vielleicht eine ganz kleine Ein- oder Anderthalb-Zimmer-Wohnung, die gerade auch sehr renovierungsbedürftig ist, man lange nicht so viel Konkurrenz hat und vor allem auch dann eher andere Kapitalanleger vielleicht noch als Konkurrenz quasi hat, die jetzt nicht aus Emotionen herauskaufen und sagen, ja, da wohne ich ja dann drin, sondern die sehr viel kühler rechnen, was alles eben für die Preise gut ist. So, aber das ist auch noch nicht alles, was es dazu gibt. Nächste Baustelle sind die Steuern. Wenn ihr eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, dann ist das etwas zwecks Erzielung von Einkünften. Das heißt, ihr dürft dann auch entsprechende Kosten, die ihr dafür habt, steuerlich geltend machen, die also von den Mieteinnahmen abziehen. Das heißt unterm Strich, dass ihr Zinsen und auch Kosten zum Beispiel für die Instandhaltung und auch eine Abschreibung auf den Gebäudewert dieser Wohnung oder dieser Immobilie eben steuerlich geltend machen dürft. Wenn ihr ein Eigenheim kauft, dann habt ihr keine Einkunftserzielungsabsicht, wie es die Steuer nennt. Und deshalb habt ihr auch keine Grundlage, irgendetwas steuerlich geltend zu machen. Das heißt, die Steuer bevorzugt ganz klar den Vermieter und nicht den Eigenheimkäufer. Ja, das waren jetzt schon mal drei Stellschrauben, was einen großen Unterschied macht zwischen einer optimalen Kapitalanlage und dann eben dem Eigenheim. Und da gibt es ein paar mehr. Wir haben ein Video zum Thema Mieten oder Kaufen, wo wir das sehr, sehr ausführlich auch mit einem Rechenbeispiel darstellen, auch auf unserem YouTube-Kanal. Abschließend noch, wir wohnen selbst zur Miete und werden das auch weiterhin tun. Wenn Leute beispielsweise gerade hier in München jetzt ein Eigenheim kaufen oder das auch möglicherweise vor 10 Jahren gekauft haben,
dann haben die da auch einen sehr, sehr guten Gewinn gemacht, ne? Weil einfach in den letzten 10 Jahren die Preise enorm gestiegen sind. Das heißt, man hat einfach durch die Wertsteigerung der Immobilie Gewinn gemacht, zumindest dann, wenn man es verkaufen würde, was ja auch nicht ganz so einfach ist, wenn man gerade mit der Familie drin wohnt. Aber aus unserer Sicht ist das eben Spekulieren auf weiter steigende Preise. Wenn ich heute also ein Eigenheim kaufe, was nicht optimal ist vom Kaufpreis-Mietverhältnis, dann spekuliere ich drauf, dass quasi aber der Wert der Immobilie steigt. Was wir sagen ist, nein, such dir doch lieber eine Immobilie, die sich quasi durch die Miete von selbst abzahlt und so kannst du später dann auch noch von diesem passiven Einkommen leben. Ja, in diesem Sinne, ganz viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung. Es lohnt sich.